Hier, Vito, nimm das. Für alle Fälle. Hey, klasse. Hey, Mike, darf ich das Ding mal ausprobieren? Klar, lass dich nicht abhalten. Dann mal los. Ziel auf die alte Kiste da drüben. Okay, wir machen wie in GTA San Andreas auf einem Schrottplatz Schießübungen und schieß auf die Reifen. Okay. Und schon ist ein Loch drin. Hey, du schießt gar nicht schlecht. Auf hey, Vito, Tank. Versuch mal den Tank zu erwischen. Bam! Schöne Explosion. Drin? Dazu fällt mir ein Polackenwitz ein, aber lassen wir das. Ach ja, mir fällt auch was ein. Fick dich ins Knie. Genug geballert. Wir haben einen Job zu erledigen. Okay. Hier ist mein schönes grünes Auto. Und die Mission wird immer länger irgendwie. So. Wir versuchen rückwärts irgendwie hier rauszukommen. Ich hätte auch gerade fahren können, weil das nette Radargerät hier mich darauf hinweist. So. Fahr los, so wie wir gekommen sind. Und dann auf dem Haupthighway nach Westen. Nicht durch die Stadt durch. Warum nicht durch die Stadt? Ich mag die Stadt. Die Stadt ist so städtisch. So. Ist ein bisschen rutschig, müssen wir aufpassen. Was ich jetzt mitbekommen habe, sollen wir ein Auto klauen im schwarzen Viertel. Ah, wie ist es wieder hier zu sein? Ach, gut. Ich lasse euch besser reden. Besser wäre es, wenn ich ein bisschen Kohle hätte. Hey, nichts überstürzen. Geld allein macht auch nicht glücklich. Red kein so ein Scheiß. Ach, ich wollte dich nur verarschen. Keine Panik wegen dem Geld. Der kleine Job hier ist bloß der Anfang. Verstanden. Bald schon schwimmst du in Kohle. Sag mal, ist St. Island immer noch das gleiche Drecksloch wie damals, als ich weg bin? Nein. What the fuck? Warum biegst du hier? Ohne Scheiß. Wie zum Teufel ist das passiert? Die Schwarzen sind alle zum Überwintern im Süden. Klar ist das immer noch dieselbe Drecksgegend, Vito. Warst ja nur ein paar Jahre weg. Das braucht viel länger, bis aus diesem Viertel mal was wird. Die vermehren sich hier wie die Karnickel. Was soll man machen? Es ist sogar noch schlimmer als damals, als wir jünger waren. Wir haben jetzt sogar eine Gang. Wie heißen die gleich nochmal? Die Beamers, die Boomers, irgend sowas. Ist auch scheiße. Oh, verdammt, ist er toll. Worüber machst du dir Sorgen? Diese Tiere können nur Drogen verticken und sich gegenseitig umbringen. Lass dich von denen nicht nerven. Und wenn sie es doch tun, dann hast du ja eine Knarre von mir. Sag mal, du hast jetzt eine Knarre? Wieso das denn? Ohne kannst du heutzutage keine Geschäfte machen. Vor allem in dieser beschissenen Gegend. Du flüsterst mir wirklich jede Menge Vertrauen ein. So, ich bin wieder zu schnell gefahren, GTA-Style, und muss die Kurve hier kriegen. Und sie suchen mein Auto wieder. Das ist kacke. Jetzt müsste ich dann wieder in die Werkstatt fahren, aber da würde ich jetzt niemals hinfinden. Und wir klauen eh gleich ein Auto. Noch kein Tag zurück. Also es ist so ziemlich egal. Hey, nur die Ruhe, man wird ja noch träumen dürfen. Die Gegend hier kann ich mir in 100 Jahren nicht leisten. Lust auf Shampoos? Aber die Kohle reicht nur für Bier. Aber Kopf hoch, das werden wir schnell ändern. So. Wann sind wir denn da? Ist eine ziemlich lange Fahrt mit Joe in einem Auto. Mit dem alten Schmierlappen. So. Oh, schöne Scheiße. Schöner Scheinwerfer. Der cremefarbene Schlitten da drüben, das ist er. Mach schnell und dann nichts wie weg. Wenn's sein muss, schlag ein Fenster ein. Wir treffen uns dann bei Mike. Und wenn's Probleme gibt? Dann löst du sie eben. Sieh es einfach als Test. Wenn du ihn nicht bestehst, in der Fabrik brauchen sie immer Leute. Klar, war nur eine Frage. Viel Glück, Alter. Vermassel's nicht. Ich doch nicht. Tut mir leid. Wie komme ich rein? So ein bisschen. Ich sehe da schon den ersten Gegner. Hey, was machst du hier, du Arschgesicht? Den prügeln wir tot, Scheiße. Weil ich jetzt gerade keinen Bock habe, meine Waffe rauszuholen. Und der müsste eh gleich down sein. Jo, bams! Gegen die Mauer. Okay, den hätten wir. Jetzt nur noch schnell das Auto knacken. Ich weiß nicht, mit Dietrich oder ohne. Hey! Hey, was machst du da, du Wichser? Ich hol mir euer Auto. Okay.
Sieht anscheinend so aus, als müsste ich mich zur Wehr setzen mit meiner Waffe. Die ersten Gegner in Empire Bay. Und nicht im Weltkrieg. So. Okay, wir haben sie alle. Das ist gut. Dann könnten wir eigentlich mit Dietrich das Ganze erledigen. Hier, komm. Das muss ich nämlich noch ein bisschen üben. Hat eh bloß einen Bolzen. Haha, ist ja toll. So. Wo fahren wir? Wir fahren da einfach durch. Ich hoffe, dass das funktioniert. Jo, das funktioniert. Und jetzt einfach nur abhauen. Zum Glück suchen die Bullen das Auto nicht, weil sie... Oh, fuck. Sie haben mich nicht gesehen, wie ich das Schloss geknackt habe. Doch, sie suchen mich wieder. Sie haben mich gesehen, weil sie meine Person suchen. Mich als Person so. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ist egal, ihr versteht sicher, was ich meine, oder? Das wird jetzt ein ziemlich weiter Weg mit den Bullen an der Hacke. Obwohl, ich habe sie schon wieder abgehängt. So. Oh! Oh, was? Ich drehe mich fast nicht um. So. So, jetzt auf einmal ist Vito ganz still ohne Joe. Da gibt's nichts hier. Kaffeekränzchen oder so. Das ist typisch, meine Bremsen. Oh, ich rutsche. Komm. Oh, ich bleib wieder hängen. Das ist echt gewöhnungsbedürftig hier, die Fahrerei. Da muss ich noch ein bisschen üben. Das werde ich dann wahrscheinlich offscreen tun, schätze ich mal. So, das sieht mir ziemlich nach Fabrik. Es sieht nicht nach Fabrikbezirk aus. Aber ich halte hier erstmal ganz lästig neben dem Bullen und bemerke es nicht mal. Mann, nach was sieht das aus? Nach alten, hässlichen Billigwohnungen. Ja, so ungefähr. Die Musik ist auch total lässig. So. Müssten wir gleich da sein, wenn ich mich richtig entsinne. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht gerade von der Polizei verfolgt werden, wenn wir zum Schrottplatz fahren. Das hat er extra erwähnt. Weil sonst kennt er ja unseren Namen nicht mehr. Wow, das ist ein Drohne. Er vergisst einfach unseren Namen. Schlimm. Wir sind immer noch nicht da. Was ist los? Doch, jetzt sind wir gleich da. Schätze ich mal. Da ist ein Waffenzeichen auf der Karte. Hier sieht man auch schon Gunshop. Das ist gut. Da werden wir dann auch mal vorbeischneien, wenn wir hier diese $400 bekommen. Das $400 ist ja anscheinend ziemlich viel Geld hier. Und wir wären da. Sehen wir mal, was er zu sagen hat. Ist das Auto beschädigt? Jo, die Scheinwerfer sind rausgefallen. Ne, zerbrochen. Rausgefallen. Hey, Auftrag ausgeführt. Wie lief's? War ein Klacks. Wenn man davon absieht, dass der Wagen ein paar Bimbos gehört hat, die mich umlegen wollten, als du weg warst. Ah, die Bombers wahrscheinlich. Hunter Street ist ihr Gebiet. Wegen der Vögel brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Die hängen nur rum, klauen, reden Scheiße und rauchen Dope. Na, dann wollen wir mal sehen. Hübsch, keine Flecken, sauber. Woher hat so einer Geld für so eine Kutsche? Wahrscheinlich geklaut. Trotzdem hübsch. Wie viel wollte ich gleich nochmal dafür zahlen? 600. Dein Kumpel gefällt mir, Joe. Hier sind eure 400 Mäuse. Kommt mal wieder vorbei, okay? Vielleicht ergibt sich ja wieder was. Alles klar, Mike. Wir sehen uns, Mike. Ich schau bald wieder vorbei. Okay, Jungs. Bis die Tage. Hier sind 300 für dich. 100 gehen an mich als Provision. Das nächste Mal kassierst du allein. Klasse. Danke, Joe. Ich finde das gar nicht klasse. Ich bin fertig. Ich will komplett die 400, du Arsch. So, das war anscheinend jetzt ein harter Arbeitstag als Mafioso.
Und wir müssen nach Hause fahren. Oh, das ist war schlecht. Ich kann das noch nicht so. So, jetzt aber. Mann, hier rutscht man rum. Oh, meine Motorhaube ist auf. Was habt ihr mit dem gemacht, während ich weg war? Oh, was, Mann. Scheiße hier. So. Ich wollte eigentlich zum Waffen... zum Gunshop hier. Waffenshop, what? Oh, jetzt komm. Reingehen, aber da ich Joe wieder an der Backe habe, werde ich das auf später verschieben. So. Na also, hast den Job sauber über die Bühne gebracht. Nicht übel. Naja, ich wäre beinahe abgeknallt worden. Ich habe den Krieg nicht überlebt, um in Sand Island zu sterben. Hey, das ist eben Berufsrisiko, Alter. Sonst musst du die Branche wechseln. Außerdem, was anderes kannst du doch sowieso nicht. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Mach dir keine Sorgen, das wird schon alles. Ja, ich hoffe, dass das wird. Ich will nicht mehr zu Hause wohnen. Also, was ist jetzt mit diesem Broski? Es lohnt sich, den guten alten Mike zu kennen. Der Grießkram hat immer was am Laufen. Hauptsächlich handelt er mit gestohlenen Autos. Er hat mal eine Zeit gesessen. Ich habe gehört, dass er damals Tankstellen überfallen hat. Lässt du ihn die Reinigung für dein Jackett bezahlen? Nee, das lasse ich ihm durchgehen. Ich mache mit dem Kerl eine Menge Geschäfte. Außerdem dreht er schnell durch. Als wir mal auf der Rennbahn waren, hat ihm so ein scheiß Ire Bier über seine Glückskrawatte gekippt. Mike hat ihn vermöbelt, bis der auf einem Auge blind war. Wegen einer 10-Dollar-Wette. So ein Mistkerl. Man muss wissen, wie man mit diesen Typen umgeht. Und Mike ist ein Schmusekätzchen verglichen mit ein paar Jungs, die ich nach deiner Abfahrt kennengelernt habe. Wirst schon sehen. Okay, soll ich jetzt hier mein neues geklautes Auto in seine Garage fahren? Parken? Ich will die Karre nicht so rumstehen lassen. Du parkst deinen Wagen neben meinem, in der Garage. Lass ihn nur nicht draußen stehen, sonst wird er gestohlen. Ja, diese Gegend ist nicht mehr das, was sie mal war, hm? Hahaha, witzig. So. Oh toll, ich kann nicht mal selber einparken. Knopfdruck reicht hier. Und auch noch hupen und schon ist das Auto abracadabra simsalabim. Das Auto steht in der Garage. Ich muss wieder vorgehen, war klar. So, ich hab doch gesagt, dass hier irgendwo so ein Hinterausgang, Hintereingang ist. Wo muss ich ihn hin, Mann? Kollege, hilf mir mal. Wir müssen wieder nach oben. Er wohnt immer noch hier. Etage 3, glaube ich, war's. Joe Barbaro. Tür öffnen. Wenn du hungrig bist, ist was zu essen im Kühlschrank. Warum muss ich auch noch essen? Was ist hier los? Hast du Hunger, Vito? Nimm dir aus dem Kühlschrank, was du willst. Okay. Was hast du denn Schönes? Flasche kaltes Bier? Nee, jetzt nicht. Ich muss noch Auto fahren. Cola? Nee. Sandwich. Klassiker mit Schinken und Käse. Ein echter Klassiker. Ey, cool. Wenn du isst und trinkst, kannst du Verletzungen heilen. Okay. Du bist wieder bei voller Gesundheit. Jo, und jetzt? Leg dich auf die Couch in der Küche, um zu schlafen. Ja, darf ich nicht mehr in meinem Bett schlafen? Muss ich jetzt schon hier schlafen? Naja, gut. Schlaf mal halt hier. Speichern. Kapitel 3. Okay, ich mache einen kleinen Schnitt.